Live-Startrennen Transitpunkt bringt dich direkt zu einem aktiven Live-Massenstartrennen. Um bei dem Wahnsinn mitzumischen, musst du schnell sein, also halte die Augen und Ohren offen, um keine Ankündigung zu verpassen. Du kannst auch einen Blick auf die Tafel der Tagesbesten werfen. Vielleicht wird dein Name auch mal da oben stehen. Oh yeah. Aber bis jetzt sieht die Tafel sehr leer aus. Wann immer du in der Republic etwas schaffst, verdienst du Geld. Davon kannst du dir im Shop maßgeschneiderte Artikel kaufen. Der Shop wird täglich aktualisiert. Es lohnt sich also immer vorbeizuschauen. Ist auch interessant, wenn er immer aktualisiert wird, dann gibt es ja sehr viele verschiedene Sachen. So, was haben wir hier drüben? Das Lab. So wie es ausschaut. Creation Center. Das Creation Center ist ein aufregender Ort. Definitiv einer meiner Lieblingsorte im Ridge. Hier findest du einige der am besten bewerteten Inhalte von anderen Athleten in der Republic. Du findest natürlich auch alles, was du mit anderen teilst. Alles klar, Herrn. So, dann flitzen wir mal darüber, was wir hier noch Tolles haben. Das ist jeder gegen jeden. Free for all. Hier kannst du Event-Playlists spielen und andere Spieler zu Wettkämpfen herausfordern. Ziemlich krass. Irgendwie denke ich da gerade an COD. So ein bisschen Free for all. Aber nur gut. Das ist das Trick Battle. Ein großartiges Team-Event, bei dem man absurde Tricks zeigen muss, um verschiedene Distrikte zu erobern. Das ist total abgefahren. Wenn du es spielst, kannst du auch an Multiplayer-Wettbewerben teilnehmen. Und wenn du richtig gut bist, findest du dich an der Spitze der Rangliste wieder. Ja. Also ich weiß schon, wenn wir das mal machen, da werde ich mich an der Spitze der Rangliste sehen. Aber halt von unten. Also, weiß nicht, so trickmäßig bin ich eigentlich nicht so gut drauf. Aber nur gut. Trick Academy. Das ist das Tricktraining. Hier kannst du neue Tricks lernen und heiße Tipps bekommen. Wenn du eine neue Sportart freischaltest, kannst du hier deine Moves perfektionieren. Nur mal so. Du musst Tricks im manuellen Modus schaffen, um die maximale Punktzahl abzuräumen. Okidoki. Sie mich dann so ein bisschen fragt, sie sagten mit neuen Sportarten, was gibt's denn jetzt alles? Also Fahrradfahren, Snowboard, Ski, das Schneemobil, ich glaube eher nur so ein bisschen zur Fortbewegung. Dann gibt's ja noch diese komischen Gleiter und hat diese Gleiter mit Raketenantrieb. Aber gibt's sonst noch was? Oh, ah, hier, den Paraglider gibt's auch noch, wenn man das so nennt. Diesen Gleitschirm und... Ah, und Dino! Und Giraffe! Mit diesem Schirm und diesem Propeller da hinten drauf. Das gibt's zum Beispiel noch. So, das ist die Republic. Erkundige die Welt, die Welt. Vorne deine Freunde, ja, alles okay. Du kannst hier bleiben und ein paar Tricks üben. Oder du springst gleich ins kalte Wasser und fängst damit an, Events zu meistern und die Republic zu erkunden. Du hast die Wahl. Wie komme ich jetzt hier auf das Massenstartrennen? Ziel festlegen? Achso. Ich muss halten. Wo muss ich jetzt hin? Oha! 5,5 Kilometer. Habe ich da irgendwie. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist denn das überhaupt? 5,5 Kilometer, wie weit ist denn das jetzt hier überhaupt? Gucke ich in die falsche Richtung? Hier! Oha, Mann, wie soll ich denn da hinkommen? Ach, ich kann Schnellreise direkt hinmachen. Ich dachte schon, wir brauchen so einen speziellen Punkt oder so. Nehmen wir mal hier was mit. Ich glaube, so viel Zeit habe ich gar nicht. Uiuiui. So ein Vogel. Uiuiui. Oh je, bin ich jetzt falsch gefahren? Oder hätte ich rechts rum müssen oder so? Ich weiß es gar nicht. Obwohl, hier um den Berg kann man, glaube ich, schon noch kommen. Oh je. Ich weiß nicht, ob ich falsch gefahren bin. Die Stunt-Challenge im Sequoia Forest lässt dein Adrenalin auf neue Höchstwerte steigen, wenn du durch die riesigen Bäume heizt. Denk dran, nicht zurückhalten. Geh an deine Grenzen.
Autsch! Wieso sind hier überall Steine? Okay, komm mit dem Schneemobil einfach hier nach oben. Easy. So, Spielersuche. Ja, die Frage habt auch. Ja, guck, da sind ja schon ein paar Leute da. Der eine hat 27, 60, 60. Alter, die haben alle hier so diese Kleider. Oha. Was sind das für Suchtis? Also. Ich meine, okay, ich habe jetzt schon ein paar Parts aufgenommen, aber offiziell kommt das Spiel ja erst morgen, oder? Ja, okay, in Amerika, glaub. Weiß nicht. Nee, kommt es eigentlich auch morgen raus. 106? 200? 146? Was ist denn hier los? 27 von 64 bereit. Hat der das gemacht mit dem Daumen zeigen? Spielersuche erfolgreich! Oh je! Jetzt geht's ab. Was kann ich denn wählen? Das ist ein ganz normales Rennen mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten. Und jetzt geht die erste Runde los. Ach, das sind mehrere Runden. Wintersportrennen, Radsportrennen. Runde 1 von 3, aber Runde 1 hat 2 Rennen. Wieso sehen alle gleich aus? Okay, also Rennen. Einfach Gas geben. Alter, ist weg hier. So, es muss nicht schön sein, es muss schnell sein. Ah! Das Orangene hat mich angezogen. Cheat. Alter, machst einen so einen Fehler. Bin ich 22 von 26. Oh je. Aber es geht ja bis 64 eigentlich. Also, Alter, überlegt euch mal. Jetzt sind hier nochmal. Nochmal, dreimal so viele. Ja, eigentlich zweimal so viele. Also eigentlich sind wir jetzt quasi ein Drittel. Wie es hier abgehen würde, wenn hier nochmal 40 andere wären. Ach so, der wechselt direkt. Okay. Ich dachte, wir machen wirklich jetzt ein Schneerennen und ein Fahrradrennen. Mach Tempo und jag die anderen Athleten, Baby. Alter. Eigentlich wollte ich bremsen und dann war er gerade in der Luft. Aber so schlecht bin ich gar nicht. Für das, dass ich... dass ich da am Anfang so hängen geblieben bin. Rechts, links. Kann ich entscheiden. Hui. Hui, das war... Da hatte ich Glück. Okay, muss ich zugeben. Okay, okay. Hä? Wieso wird es jetzt schwarz-weiß? Hat gar nichts gemacht. Ich bin voll... Oh, shit, Stein. Alter, ich war so gut. Der blöde Stein hier. Oh. Alter, ist ja viel los. Also, viele... hier, Barrieren. Zeug. Oh, ein Shit! Gar kein Schnee mehr. Wird langsamer. Autsch. Autsch! Shit. Ich würde schon sagen, den ersten kriege ich nicht mehr. Der ist so weit weg und jetzt bin ich Zehnter. Na toll. Alter, wie viel das wechselt. Oh ja, gegen den Stein. Ich behindere den ein. Ah, ihr darf nicht so im Schnee fahren. Tja, Alter, den hat's nicht mal hingehauen. Uiuiuiui. Verdammt. Autsch. Hallo. Man kann schon so viele Fehler machen. Ui. Alter. Ja, genau. Ach, come on. Haut dich von da oben runter, das ist ja mies. Ja, toll. Guck mal, 5 Meter vorm Ziel passiert so ein Schrott. Das hätte schon cooler sein können. 20, naja. So, einen Stern bekommen. Was kriegen die anderen so da oben?
Ich kriege allen Stern und 1, 2, 3 krieg 2. Das war noch eine gute Runde. So, jetzt kommt Wintersport, Radsport und Raketen. Na toll. Raketen im Wingsuit habe ich noch gar nicht so viel gemacht, aber ja, okay, geht einigermaßen. Eigentlich ist es nicht so schwer. Also, zumindest damals im Tutorial war es halt eine einfache Strecke. Los geht's, komm an, jetzt aber hier Vollgas. Müssen wir hier mal richtig abgehen. Irgendwie hat das Gefühl, es geht nach rechts. Wieso? Aber nur gut. Noch ist noch nicht so viel verloren. Wieso hat's mich jetzt hingehauen? Ich will es verarschen. War doch gar nichts. Scheint er mich reingefahren. Alter, geht doch mal weg hier. Ist zu viel los. Und wir sind nur 26. Oh, das war zu früh geboostet. Oh, guck mal hier. Jetzt kommen ja solche Barrieren in der Luft. Und natürlich schon ein bisschen anders. Ich muss mal gucken, dass der Boost immer relativ leer ist. Wenn wir dann wechseln, dann ist das gerade egal mit dem Boost. Da drüben, da kommt das Fahrrad. So, nochmal boosten. Ja, come on. Wie unfair. Ich habe schon das zweite Mal, dass einer nämlich reinfährt. Mich haut's hin. Was kann ich da dafür? Alter, weißt du, da sind die Spieler im Weg. Alter. Also ich kämpfe nicht gegen die Strecke, sondern gegen die Spieler. Blöd gesagt, weil die mich behindern. Eigentlich wäre ich, glaube ich, richtig gut, aber doch nur Platz 9. Und der eine, der fährt in der Luft. Mit dem los. Rückst mich da so ein bisschen rüber. Ah. Kacke hier. Oh, oh, unten durch. Wow, das war eng. Das war eng. Oh nein. Ja, toll. Ich war da irgendwie zu hoch. Glückwunsch Nummer 1, das war die Ziellinie. Da ist wieder kurz vorm Ziel passiert so ein Kack. Das gibt's doch nicht. Autsch. Wieso kann ich jetzt... Jetzt muss ich zurückspulen. Ach, come on, Leute. Ich will einfach nur noch mit Vollgas durch hier. Wie schnell werden der? Ja, okay, da hinten, ja. Also, es war das ganze Rennen, bis auf die ein, zwei Dinger, wo sie in mich reingefahren sind, ganz gut. Und am Ende verkacke ich. Zweiten von der Platzierung. Nächstes Mal schaffst du es. 18. Ah. Endspurt. Das ist die letzte Runde. Okay, nochmal so ein Dreierpaket. Es wäre mal schön, wenn wir so ein richtig cooles Rennen haben. Also, wo gut läuft, wo keiner mich irgendwie umhaut und ich selber am Schluss nicht noch irgendwelche krassen Fehler mache. Wer bin ich denn überhaupt? Ich sehe mich gar nicht. Hier los. Alter, guck mal. Ich werde hier rumgestoßen wie nochmal was. Guck mal. Was soll denn das jetzt hier? Und ich, jetzt dreht es mich einfach hier um. Ist okay. Dankeschön von nix. Wieso passiert das immer bei mir? Gibt's ja gar nicht. Oh. Oh. Alter, ich fahr hier durch. Voll abgekürzt. Oh, guck mal, schon wieder 23. Also sind schon ein paar schlechte dabei. Boah. Also ich wäre auch fast da runtergesprungen mit dem einen hinterher. Aber zum Glück nicht. Lass mir hier vorbei. Schon so gegen die kämpfen, ey.
und starte die Aufholjagd. Ja, ich versuch's ja schon. Bin ja schon 19. Geht ja eigentlich. Und hier haben auch so ein paar. Also hier bei dem Rechts-Links-Kombo haben ein paar. Halt, du weißt, da fährt er dagegen und dann haut's ihn so weg und ich fahr gegen ihn. Ist ja mies, hey. Ja, genau. Okay. Geht noch. Will die auch mal so wegstoßen? Entschuldigung, die machen das auch. Lass sie ja nicht frech werden. Was? Erst Halbzeit? Alter, man holt aber schon wieder gut auf, teilweise. Alter, ja, genau. Ich musste hier so bremsen. Ja, verdammt. Was will ich denn hier? Ich habe wieder so viele Plätze verloren. Es wäre so viel schöner, wenn es nicht am Anfang alles passiert wäre. Hey, die Flugpassage war auch nicht so geil. Dann kriege ich hier noch was. Ja, der ist schon wieder am Ziel. Oh nein! Ich wegen so einer Kleinigkeit. Verliere ich wieder Plätze. Immer am Ende. Witzig, immer wenn einer am Ziel ist, werde ich richtig schlecht. So auf die Art so. Ja, ich kann eh nicht mehr Erster werden. Bringt ja nichts mehr. Was macht der da hier? Das blöde Checkpoint. Hier. 13. Alter, eigentlich meine beste Runde. Gibt's ja gar nicht. Nicht schlecht. Mach weiter so. Ja, mach weiter so. Eigentlich sind wir doch eh vorbei. Warten vielleicht hier noch auf die Leute. Ne, sind eigentlich alle drin. Ach ne, die haben alle Nullerzeiten. Platz 18. Ist noch nicht im Ziel. Kommt wohl auch nicht mehr ins Ziel. Ich hab keinen Bock mehr, keine Ahnung. Geht noch besser. Ja, eigentlich schon. Bonussterne haben wir ja auch noch bekommen. Platz 19 insgesamt. War ich nicht 20, dann 16, dann 13. Dann doch so schlecht geworden. Und der andere kriegt halt plus 6, okay. Bisschen XP. Jetzt hat sie bei Fahrrad aufgestiegen, aber die anderen komischerweise nicht, oder wie? Also 371. Ich glaube, ganz schön viel mehr als das vorherige, oder? War ich nicht bei 250 oder so? Okay, doggy. Ja, es war ein bisschen ein Durcheinander. Auch manchmal vielleicht so ein bisschen unfair, aber weil ich dann doch irgendwie oftmals weggestoßen wurde oder dadurch hingefallen bin, aber na gut, egal. Ich wollte mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.